Also das sind die wirklich wichtigen Informationen, weil das wichtigste Projekt, was im Moment auf der Welt läuft, ist die Vorbereitung der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Das ist das Projekt Nummer eins, was im Hintergrund läuft und von dem wir alle abgelenkt werden sollen. Also wir sollen nicht wissen, dass uns programmierbares Geld erwartet, das zweckgebunden ist, das ortsgebunden sein wird, das auch zeitlich limitiert ausgegeben werden kann und das uns an ein Sozialkreditsystem wird binden können. Also all das sollen wir nicht wissen und deswegen werden wir Tag für Tag abgelenkt. Also wir haben in der Landwirtschaft, erleben wir im Moment den größten Umbruch in der Geschichte der Landwirtschaft seit 3000 Jahren. Und zwar auf zwei Gebieten. Einmal soll die Felderwirtschaft vollkommen abgeschafft werden und ersetzt werden durch das sogenannte Vertical Farming. Das heißt also, das Obst und das Gemüse, was wir konsumieren, soll nicht mehr auf Feldern gezogen werden, sondern das soll in Fabriken und in Containern gezogen werden. Das zweite ist die Einführung von Laborfleisch. Also Fleisch, wie wir es kennen, soll der Vergangenheit angehören. Fleisch in Zukunft soll als Laborfleisch erzeugt werden. Das bedeutet natürlich, dass man das Fleisch nicht mehr über anderthalb Jahre in Form eines Tieres reifen lassen muss, sondern innerhalb von 3 Wochen herstellen kann. Man braucht dann auch kein Futter mehr, man braucht keine Weiden, keine Tiere und so weiter mehr. Das sind beides, sind das unglaublich lukrative Anreize für die Großinvestoren im Hintergrund. Nur, man muss den Leuten das irgendwie verkaufen. Weil dieses ganze Obst und Gemüse, was durch Vertical Farming erzeugt wird, ist absolut künstlich, hat mit Natur nichts mehr zu tun, genauso wenig wie das Laborfleisch. Man muss also einen Vorwand dafür finden. Und dieser Vorwand ist im Moment immer noch die Angst vor dem Klimawandel. Man sagt den Leuten also, die ganzen Weiden für die Tiere, die müssen eigentlich renaturiert werden, also eigentlich was Positives. Die dürfen auch nicht mehr so sehr mit Nitraten belastet werden und so weiter. Und deswegen müssen wir diese neue Form der Landwirtschaft einführen. Und bei Laborfleisch, da sagt man also, da spricht man jetzt über das Tierwohl, dass die Tiere ja so schrecklich gelitten haben unter der Massentierhaltung. Wichtig ist zu wissen, dass die größten Massentierhalter gleichzeitig die größten Investoren in Laborfleisch sind. Also das sind alles völlig falsche Vorspiegelungen falscher Tatsachen, mit denen die Leute einfach in dieses neue Großgeschäft reingelockt werden sollen. Also es handelt sich dabei um ein riesiges Geschäft und das Geschäft, da springen im Moment sehr viele Leute drauf, weil in ganz vielen Bereichen im Moment kein Geld mehr zu machen ist. Also es gibt zwei Bereiche, in denen man wirklich sehr viel Geld machen kann im Moment. Das eine ist die Rüstung und das andere ist die Landwirtschaft. Alles andere bringt im Moment nicht so viel, außer meinetwegen in der Digitalisierung, in der Investition zum Beispiel in künstliche Intelligenz. Also um an der Spitze zu bleiben, muss man aus dem Geld immer mehr Geld machen. Und in unserer Zeit muss man nicht nur einfach Daten sammeln, sondern muss mehr Daten sammeln als alle anderen. Wir kennen da ja einige Experten inzwischen. Elon Musk ist ja einer der führenden Experten. Der hat es ja geschafft, also Datensammelmaschinen auf 4 Rädern den Leuten zu verkaufen, die den Leuten als Autos angeboten werden, die in Wirklichkeit aber nichts anderes tun, als alle möglichen Daten über diese Leute zu sammeln, auszuwerten, weiterzuverkaufen und daraus ein Riesengeschäft zu machen. Und das, was im Moment im Bereich der künstlichen Intelligenz passiert, das ist einfach unvorstellbar. Also der normale Mensch hat nicht den blassesten Schimmer, was da vor sich geht. Also kaum einer weiß, dass ChatGPT jetzt gerade vor einiger Zeit einem Intelligenztest unterzogen wurde und bei diesem Intelligenztest mit 155 Punkten abgeschnitten hat. Also der normale Durchschnittsbürger liegt zwischen 85 und 115. Der Hochintelligenzbereich beginnt mit 130 und Albert Einstein hatte einen IQ von 160. ChatGPT ist inzwischen bei 155. Wenn man jetzt bedenkt, dass ChatGPT, die Version, die wir alle für uns nutzen können im Moment im Internet, 2 Jahre alt ist, dann weiß man, dass da inzwischen schon einiges passiert ist. Und dann muss man noch eines damit dazu nehmen. In China werden im Moment die ersten humanoiden Roboter massenproduziert. Diese humanoiden Roboter sind so konstruiert, dass sie bei der Arbeit lernen. Also die können zum Beispiel Maurer arbeiten oder Kellner arbeiten oder sonstige Arbeiten durchführen. Und bei jedem Arbeitsgang lernen die dazu, werden also immer effizienter. Die kann man jetzt aber über die künstliche Intelligenz mit ganz vielen anderen Robotern verbinden, sodass dieser Lerneffekt potenziert wird. Wenn man einen dieser Roboter mit 1000 oder 1 Million anderen Robotern verbindet über die künstliche Intelligenz, dann lernt er 1000 oder 1 Million Mal so viel und so schnell. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist im Moment dabei, den Menschen zu überflügeln. Und ich kann jedem da nur empfehlen, sich das Buch Frankenstein, vor ungefähr 200 Jahren entstanden, mal durchzusehen. Da wird die Geschichte eines Arztes beschrieben, Dr. Frankenstein, der aus Leichenteilen einen neuen Menschen schafft, den durch Stromstöße zum Leben erweckt. Und dieser Mensch ist dann mächtiger, intelligenter als Dr. Frankenstein und jagt Dr. Frankenstein dann einmal um den Globus.
Also das ist ungefähr der Kipppunkt, an dem wir im Bereich der künstlichen Intelligenz stehen. Also das sind wirklich sehr, sehr schlechte Nachrichten für uns alle. Was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass die Ukraine seit 2019, also bereits 2, 3 Jahre vor dem Krieg, einen jungen Digitalminister eingesetzt hat, der zu dem Zeitpunkt erst 28 Jahre alt war und der die Digitalisierung des Landes da ganz stark vorangebracht hat. Und bei dieser Digitalisierung hat der Krieg natürlich unglaublich geholfen, weil durch diese ganzen Maßnahmen, durch diesen ganzen Druck, der durch den Krieg erzeugt wurde, konnte man den Leuten natürlich digitale Maßnahmen viel einfacher unterjubeln oder aufs Auge drücken als in anderen Ländern. Also die biometrische Erfassung des Volkes, die Digitalisierung der Behörden und so weiter, das ist in der Ukraine alles viel schneller vorangeschritten als bei uns. Und das zeigt uns auch, was eigentlich hinter den ganzen Kriegsanstrengungen und der ganzen Kriegstreiberei im Moment steckt. Dahinter steckt einerseits natürlich eine Bereicherung der Großinvestoren in den Rüstungskonzernen und wir wissen, das ist der digital-finanzielle Komplex. Dahinter steckt aber auch, dass man die Leute so unter Druck setzen will, damit man mit dieser ganzen digital-finanziellen Agenda weiter durchkommen kann bei den Leuten. Man muss sagen, also der digital-finanzielle Komplex hat im Moment eine unglaubliche Geldquelle und das ist die Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie, hinter der stehen die ganzen großen Vermögensverwalter als Hauptaktionäre. Und diese Rüstungsindustrie wird im Moment angeheizt, indem man eben die ganzen Konflikte zwischen den Ländern anheizt. Also in Europa ist der Krieg in der Ukraine im Gang. In Israel wird gerade im Gazastreifen bombardiert. Der ganze Nahe Osten wird bombardiert. Da wird gezündet. Im südchinesischen Meer wird gezündet. Also das gefällt den Leuten natürlich, dass diese ganzen Waffen da immer wieder aufs Neue gebraucht werden. Wir sehen ja auch, dass im Moment unsere Wirtschaft auf Waffenwirtschaft oder auf Kriegswirtschaft umgestellt wird. Also wir haben ja jetzt gerade vor einigen Tagen erlebt, dass Herr Scholz und Herr Pistorius da mit großer Begeisterung eine Waffenfirma zur Herstellung von Artilleriegeschossen von Rheinmetall eröffnet haben. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass eines der Sprachrohre der Grünen in einer Sendung von Markus Lanz verkündet hat, also Europa muss unbedingt Atommacht werden, Deutschland muss auch Atomwaffen besitzen. Also auf diese Art und Weise werden wir natürlich in eine Welt hineingeführt, die unglaublich schrecklich ist. Aber das Ganze im Hintergrund ist eine internationale Agenda, an der all diese Leute beteiligt sind. Interessant ist ja auch, dass der Yuan in China eingeführt wird, zum großen Teil unter Mitarbeit westlicher Firmen, die zum Teil ihren Sitz in New York haben. Wir wissen ja auch, dass es internationale Finanzorganisationen gibt, die von China, von chinesischen Kadern geführt werden, in denen aber Leute sitzen wie Christine Lagarde, wie Horst Köhler, der ehemalige IWF-Chef, wie Kristalina Georgieva vom IWF, wie die ganz großen Leute im Finanzsystem. Also das war aber auch früher schon so. Das war in den 20er und 30er Jahren genauso. In den 30er Jahren ist zum Beispiel die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegründet worden, angeblich um die letzten Reparationszahlungen der Deutschen abzuwickeln. Die Reparationszahlungen sind sofort ausgesetzt worden. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist aber weitergeführt worden und ist dann später von dem deutschen Reichsbankspräsidenten Chalmers Schacht, also Hitlers praktisch Geldgeber, als seine Bank bezeichnet worden, gleichzeitig aber auch vom britischen Schatzkanzler als seine Bank bezeichnet worden. Da wurden also im Hintergrund ständig Geschäfte gemacht, während in den Schützengräben also junge Menschen aus diesen Ländern sterben mussten. Also Krieg ist wirklich das schlimmste Geschäft, was es gibt, weil es gibt immer Profiteure und diese Profiteure bleiben im Hintergrund und meistens unerkannt. Das Unternehmen BlackRock steht natürlich hinter den ganzen großen Rüstungskonzernen, ist also der ganz große Profiteur dieses Krieges in der Ukraine. Und der Wiederaufbau der Ukraine, der wird mit 600 bis 800 Milliarden veranschlagt im Moment, der ist von Zelensky in die Hände von Larry Fink gelegt worden. Also Larry Fink und sein Unternehmen BlackRock ist damit betraut worden, den Wiederaufbau in der Ukraine zu organisieren. Historisch ein einmaliger Fakt, dass das Unternehmen, was an der Vernichtung und Zerstörung eines Landes am meisten verdient, auch anschließend für den Aufbau verpflichtet wird und daran verdienen wird. Ja, ganz erschreckend sind im Moment die ganzen Nachrichten, die aus Polen kommen. Also in Polen bereitet man sich ganz offensichtlich jetzt auf kriegerische Auseinandersetzungen vor. Und ich habe ja sogar vor einem Jahr schon gesagt, also wenn ich in Polen leben würde, dann würde ich mir überlegen, das Land zu verlassen, weil Polen ist bestimmt der nächste Ort, der möglicherweise zu einem ganz großen Brandherd werden kann. Also ich glaube, in Europa, wie gesagt, ist Polen das am meisten gefährdete Land. Und was den Nahen Osten angeht, da sehen wir natürlich eine kontinuierliche Eskalation von allen Seiten. Also da sehen wir jetzt, dass über die Houthis da der Jemen mit hineingezogen wird. Wir wissen, dass die Houthis im Hintergrund vom Iran finanziert werden, genauso wie die Hisbollah im Libanon. Da wird allerdings auch wieder ganz interessant der amerikanische Wahlkampf mit hineingezogen, weil in Amerika wird den Leuten jetzt von Seiten Trumps suggeriert,
Also wenn ihr mich jetzt wählt, dann werden wir auf jeden Fall mit diesem Krieg Schluss machen. Dazu muss man allerdings wissen, dass Trump einer der Wegbereiter dieses Krieges gewesen ist. Weil Trump nämlich in seiner Arbeit, in seiner Amtszeit erstens die Botschaft der USA von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, was natürlich eine unglaubliche Provokation gewesen ist gegenüber den arabischen Minderheiten. Aber Trump hat auch die Golanhöhen damals anerkannt als israelisches Staatsgebiet. Die Golanhöhen gehören aber zu Syrien, sind aber seit dem Siebentagekrieg von Israel besetzt gewesen. Also auch da hat Trump im Hintergrund gezündelt und dafür gesorgt, dass dieser Konfliktherd weiter noch heißer werden konnte. Also ganz interessant wird sein, wie der amerikanische Wahlkampf da, welchen Einfluss der auf diesen Krieg nehmen wird. Aber dass dieser Krieg weiter geführt wird, das ist ganz klar. Ich meine, die Gelder, die da freigegeben worden sind und die Gelder, die in Zukunft da reinfließen werden, die sind für die Investoren einfach ein solch gefundenes Fressen. Und wir wissen ja auch, diese Kriege dienen dazu, um diese Länder eben dieser totalen Digitalisierung und der Einführung von digitalem Zentralbankgeld eben näher zu bringen. Also es fließt im Moment unglaublich viel Geld in die Rüstungsindustrie und dafür muss man natürlich eine Begründung finden. Und die Begründung im Moment ist natürlich, dass wir es mit einem ganz schrecklichen Diktator in Russland zu tun haben. Das Dumme ist, dass dieser Diktator in Russland auch noch dieses Spiel mitspielt und tatsächlich auf diese Kriege eingeht, statt zu sagen, nein, wir lassen die Waffen ruhen. Also da hat man natürlich einen Kontrahenten, der das Spiel mitspielt und auf diese Weise wird die Eskalation jetzt weiter vorangetrieben und die ganzen Investoren im Hintergrund, die reiben sich natürlich die Hände, weil das ein gefundenes Fressen ist. Wir wissen ja spätestens seit Friedrich Schiller, also der größte, der beste Kaufmann ist der Krieg, der macht aus Stahl Gold.